Hi, mein Name ist Filip Nikolic, ich bin 35 Jahre alt, vom Beruf her Schauspieler in einer der größten deutschen Telenovelas, arbeite und lebe in Berlin und bin jetzt hier in der Kö-Herr-Klinik in Düsseldorf. Warum bin ich hier? Bestimmt seit gut 15 Jahren stören mich so ein bisschen meine Geheimratsecken, beziehungsweise es wurde dann immer ein bisschen mehr. Und ich habe mich über Jahre darüber befasst, was mache ich oder lasse ich was machen, lasse ich es nicht machen. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden. Habe dann nach längerer Recherche die Kö-Herr-Klinik für mich gefunden. Habe dann ein erstes Kennenlerngespräch gehabt, habe mich in sehr guten Händen gefühlt. Und schlussendlich bin ich jetzt hier, warte auf meinen Termin, bin ein bisschen aufgeregt. Freue mich aber sehr drauf. Wir machen jetzt gleich hier vorne am Spendergebiet die Entnahme. Deswegen werden wir mit einer hochauflösenden Kamera nachschauen, wie das aussieht, wie dicht die Haare sind und wie man am besten entnehmen kann und wie gut das dann aussieht, dass wir dann halt das bestmögliche Ergebnis damit dann raussuchen können. Wir hatten ja schon das Vorgespräch geführt und bei dir geht es ja heute um die Geheimratsecken. Die wollen wir verdichten, weil es dich stört. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben einmal schon mal die Haarlinie angezeichnet. Man sieht das hier schön. Ne? Wir haben hier im vorderen Bereich haben wir es auch eingezeichnet. Da werden wir aber nichts verändern. Die Haare sind schön dicht. Hier an der Seite, das ist das Operationsgebiet heute. Und worauf man achten muss beim Einzeichnen der Haarlinie, dass was ganz wichtig ist, dass es natürlich aussehen soll. Jetzt werde ich erstmal deinen Hinterkopf desinfizieren. Ich brauche noch ein bisschen Braunöl. Gut, dann geht's jetzt los, ja? Ist gleich vorbei, das Schlimme. Also, ich habe letztendlich eine sogenannte Leitungsanästhesie gemacht. Das wird mit dem Lokalanästhetikum Ultracain gemacht. Da ist lokale Betäubung und Adrenalin drin. Und wichtig ist, dass man den ganzen Hinterkopf betäubt, damit der Patient bei der Entnahme der Grafts keine Schmerzen hat. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Wie hat sich bis dato alles angefühlt? Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Respekt vor der ganzen Sache gehabt, als es schlussendlich schlimm war. Also schlimm war es überhaupt nicht. Was natürlich unangenehm war, muss ich zugeben, es waren die Betäubungsspritzen. Aber welche Spritze ist schon angenehm? Aber die Behandlung an sich habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ich war total ruhig, die Musik war im Hintergrund, das medizinische Personal hat mich auf einer beruhigenden Art und Weise da durchgetragen durch die ganze Behandlung. Also ich bin noch nicht ganz fertig, jetzt müssen sie ja noch eingesetzt werden. Aber bisher läuft alles sehr, sehr gut. Und was ich finde, dass die Zeit halt sehr schnell verfliegt. Man hört ja immer, das dauert 6 Stunden. Aber okay, dann brauchst du halt eine Stunde vorher, kriegst noch ein Gespräch, wird die Haaranalyse gemacht, dann wird die Betäubung gesetzt, dann werden die Grafts entnommen. Also das zieht sich halt alles relativ fix. Thank you.
Ich bin noch hier, ich lebe, ich kann darüber lachen. Nein, es ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Die Zeit, die ist verflogen. Für mich gefühlt zumindest. Am Anfang habe ich gedacht, okay, das wären ungefähr 6 Stunden. Das wird sehr lange. Du liegst sehr lange in einer Stellung, aber so war es gar nicht. Du kriegst die Haare entnommen, du kriegst eine Betäubung, die werden eingepflanzt, du drehst dich auch hin und wieder mal, du redest mit dem medizinischen Personal, dir wird sehr leicht gemacht. Von daher kann ich nur sagen, ich bin total zufrieden mit dem Ablauf. Mit den ersten Meinungen, die ich jetzt vom Doktor bekommen habe, sieht es auch sehr, sehr gut aus. Von daher freue ich mich auf das Ergebnis und bin gespannt. Aber so unterm Strich, es lief alles bestens.